Marsch! Ja? Lord Holdhurst, Professor Moriarty ist da. Danke, Percy. Er soll eintreten. Kann ich sonst noch etwas für dich tun, Onkel? Verzeihung, haben Sie heute noch einen Auftrag für mich, Lord Holdhurst? Vielleicht, Percy. Halte dich bereit. Ich werde läuten. Jawohl, Sir. Bitte treten Sie ein. Der Außenminister wird Sie jetzt empfangen. Verbindlichsten Dank, Mr. Phelps. Es ist vollbracht, Lord Holdhurst. Die letzte noch fehlende Unterschrift war die des Premierministers von Lord Ballinger. Ausgezeichnet. Dann haben Sie das Vertragswerk dabei? In diesem Umschlag. Es ergeht die strenge Anweisung von Lord Ballinger, den Marinevertrag sicher zu verwahren, Herr Außenminister. Das versteht sich von selbst, Professor. Der Vertrag kommt genau in diese Schublade. Und da bleibt er, bis wir ihn wieder brauchen. Wir benötigen noch eine Abschrift des Vertragswerks. Das werde ich gleich nachher veranlassen, Professor. Ich nehme an, dass Sie dem Mitarbeiter, der diese Abschrift anfertigen wird, vertrauen können? Absolut. Er ist der junge Mann, der Sie zu mir geführt hat, Percy Phelps, mein Neffe. Tüchtiger Bursche. Errang schon während seiner Schulzeit viele Preise, schloss die Schule mit einem vorzüglichen Examen ab und errang damit ein Stipendium für Cambridge. Ich prophezeie ihm eine große Zukunft. Na, dann können wir ja sicher sein. Bitte nehmen Sie doch kurz Platz, Professor. Na, gern. Verzeihen Sie mir, dass ich Sie so anstarre. Ich bin überrascht, wie jung Sie sind. Sie sind kaum älter als mein Neffe, und dennoch tragen Sie bereits einen Professorentitel und sind militärischer Berater der Regierung Ihrer Majestät. Wie ist das möglich? Nichts als Denkarbeit und viel Fleiß, Sir. Und den Professorentitel bekam ich nur von einer kleinen Universität verliehen. Sie haben bereits mit 21 Jahren eine Abhandlung über den binomischen Lehrsatz verfasst, der in ganz Europa für Aufsehen sorgte. Wie ich höre, sind Sie über mich im Bilde, Lord Holdhurst. Warum haben Sie Ihre Tätigkeit an der Universität aufgegeben? Ich nehme an, das wissen Sie bereits. Einer Ihrer Kollegen behauptete, Sie hätten Kontakte zur Londoner Unterwelt. Mein Kollege hat eine lebhafte Fantasie. Ich glaube, er neidet mir mein wissenschaftliches Ansehen. Wie auch immer, ich trat von meinem Lehrstuhl zurück und arbeite nun für die Regierung. Und offenbar mit Erfolg. Ich hörte, dass Sie maßgeblich an der Ausformulierung dieses Marinevertrags beteiligt waren. Ich kann mit Fug und Recht behaupten, dass er auf meine direkte Initiative zustande kam, Herr Außenminister. Das Ganze hätten Sie vorher eigentlich mit mir absprechen müssen. Immerhin betrifft der Vertrag unmittelbar unsere Beziehung mit einem halben Dutzend europäischer Nationen. Die Marine untersteht dem Kriegsminister. Aber mein Ministerium kann die Scherben aufsammeln, wenn die Sache zu früh herauskommt. Ich halte die Idee, dass sich das Vereinigte Königreich dem Dreierbund mit Deutschland, Österreich, Ungarn und Italien annähert, für äußerst fragwürdig. Lord Ballinger nicht. Ich konnte ihn überzeugen, dass dies der richtige Weg ist. Ein echtes Spiel mit dem Feuer, Professor. Sowohl dem Vereinigten Königreich als auch dem Deutschen Reich ist derzeit an einem Status quo in Europa gelegen. Frankreich und Russland hingegen streben eine Veränderung der Machtverhältnisse an. Dieser Vertrag ist die logische Antwort darauf. Die Sache kann uns teuer zu stehen kommen, wenn die Presse jetzt Wind davon bekommt. Oh, ich bin sicher, dass Sie das zu verhindern wissen, Lord Holdhurst. Worauf Sie Gift nehmen können, Professor. Ich muss jetzt wieder meinen Amtsgeschäften nachgehen, Professor. Das verstehen Sie sicher. Es hat mich gefreut, Herr Außenminister. Guten Tag. Guten Tag, Professor. Arroganter Emporkömmling. Extrablatt! Gibt es eine geheime Marineabsprache? Gerüchte über einen Vertrag. Extrablatt! Gibt es eine geheime Marineabsprache? Holmes,
Halten Sie es für klug, mit Chemikalien und einem flammenden Bunsenbrenner auf unserem Wohnzimmertisch zu arbeiten? Ein Bunsenbrenner, der nicht brennt, erfüllt ja wohl kaum seinen Zweck, Watson. Das meinte ich nicht. Ich habe nur gewisse Bedenken, dass Sie dies auf unserem Wohnzimmertisch... Stören Sie mich jetzt bitte nicht. Es ist gleich soweit. Dass der Tisch brennt? Unsinn. Sehen Sie dieses Destillat? Mein Blick ist geradezu davon gefangen, weil es vermutlich gleich überkocht. Keine Sorge, ich verstehe mein Handwerk. Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie unser Wohnzimmer nicht in die Luft sprengen würden. Diese Gefahr besteht nicht, Doktor. So, das dürfte genügen. Puh. Misstrauen Sie meinen Fähigkeiten in der Chemie, Watson? Ich misstraue der Feuerfestigkeit unserer Möbel. Dieses Destillat wird uns gleich ein Geheimnis verraten. Was ist das eigentlich für ein Experiment, Holmes? Ein kriminalistisches. Dies ist ein Streifen Lackmuspapier. Ich werde es nun in das Destillat tauchen. Behält das Papier seine blaue Farbe, habe ich mich geirrt. Wird es rot, bedeutet das für einen Verdächtigen den Strick. Dann ist erwiesen, dass er ein Mörder ist. Rot. Das dachte ich mir. Aber Sie wollten mir doch etwas über den Brief erzählen, der vor Ihnen liegt, Dr. Watson. Können Sie Gedanken lesen? Ich habe beobachtet, wie sich Ihre Miene verfinsterte, als Sie ihn lasen. Sie setzten geradezu eine Anmerkung an, als mein Experiment Ihre Aufmerksamkeit gefangen nahm. Es ist ein Brief eines Kameraden aus meiner Schulzeit. Er heißt Percy Phelps. Wir sind etwa im gleichen Alter, doch er war mir um 2 Klassen voraus. Wegen seiner großen Begabung fielen ihm alljährlich die Preise zu, die die Schule zu vergeben hatte. Ein Mann mit Intelligenz. Sehr schön. So etwas weiß ich zu schätzen. Vielen Dank, Holmes, dass Sie sich auch mit meiner Gesellschaft abgeben. Was hat Ihr Schulkamerad denn nun auf dem Herzen? Er steckt in ernsten Schwierigkeiten. Lesen Sie selbst. Briarbury Woking. Mein lieber Watson, ohne Zweifel erinnerst du dich noch an deinen Schulfreund Percy Phelps, genannt Kaulquappe, der in der 5. Klasse war, als du die 3. besuchtest. Kaulquappe? Lange Geschichte. Wir alle waren neidisch auf Percy, weil er so schlau war. Und dann ist seine Familie auch noch sehr bedeutend. Sein Onkel mütterlicherseits ist Lord Holdhurst. Der heutige Außenminister? Ja, und nun ja... Und da warfen wir Percy damals ziemlich viele unschöne Spitznamen nach. Unter anderem Kaulquappe. Grund war ein etwas unfreundlicher Streich an einem Froschteich. Mein Freund Watson hänselte einen Mitschüler, weil der schlauer war als er. Es war dumm. Wir waren noch Kinder. Bitte lesen Sie weiter, Holmes. Möglicherweise hast du erfahren, dass mir mein Onkel eine Stelle im Auswärtigen Amt verschafft hat. Diesen ehrenvollen Vertrauensposten habe ich seither bekleidet, aber ein entsetzliches Missgeschick hat mir mit einem Schlag meine ganze Zukunft vernichtet. Es würde zu weit führen, dir das Unglück schriftlich zu erklären. Falls du auf meine Bitte eingehst, wirst du ohnehin alle Einzelheiten aus meinem Munde hören müssen. Ich bin eben erst von einem Nervenfieber genesen, das mich 9 Wochen ans Bett gefesselt hat und fühle mich schwach. Könntest du mich wohl besuchen und deinen Freund Holmes veranlassen, dich zu begleiten? Ich möchte gern seine Ansicht über den Fall hören, trotz der Versicherung der Polizei, dass sich nichts mehr tun lässt. Bitte bring ihn so bald wie möglich hierher. Jede Minute wird mir zur Ewigkeit, solange ich noch in dieser entsetzlichen Spannung lebe. Sage ihm, dass es nicht ein Beweis von mangelndem Vertrauen ist, wenn ich ihn erst jetzt um Rat frage. Ich war seit jenem Schicksalsschlag wie von Sinnen. Jetzt bin ich zwar wieder zu mir selbst gekommen, doch wage ich kaum an die Geschichte zu denken, weil ich einen Rückfall fürchte. Noch fühle ich mich nicht einmal stark genug, um selber zu schreiben und muss diese Zeilen diktieren. Nicht wahr, du kommst zu deinem Freund und deinem alten Schulkameraden. Unterschrift: Percy Phelps. Ich habe mich schon über diese Handschrift gewundert. Das ist eine Frauenhandschrift. Die Schrift einer Frau von großer Charakterstärke. Es ist zu Beginn einer Untersuchung von Wichtigkeit zu wissen, dass der betreffende Klient in naher Beziehung zu einer Person steht, die herausragende Gaben besitzt, im guten oder bösen Sinne. Dann möchten Sie ihm helfen, Holmes? Mein Bericht an den Staatsanwalt zum Ergebnis des Experiments hat noch Zeit. Wenn Sie nichts anderes vorhaben, wollen wir gleich nach Woking fahren, um den Herrn Diplomaten aufzusuchen. Wir könnten noch den Vormittagszug auf der Waterloo Station erreichen. Dann wären wir nach etwa einstündiger Fahrt dort. Kaulquappe. Ah.
Briarbrie ist also der Name des Hauses von Percy Phelps. Sehen Sie mal die Tafel über den Zugang zum Hof. Ihr Freund Kaulquappe hat ein ganz beachtliches Anwesen. Weitläufige Gartenanlagen und ein zweistöckiges großes Gebäude. Gefällt mir. Bitte benutzen Sie diesen Spitznamen nicht, Holmes. Ich glaube, Percy ist zu mitgenommen, um solche Späße zu verstehen. Ich werde nett zu ihm sein. Da ist die Eingangstür. Ich werde klopfen. Ich bin schon gespannt auf den Bericht von Kaulquappe. Mein letzter Fall, den ich heute Vormittag mit dem chemischen Experiment gelöst habe, war nur ein alltäglicher kleiner Mord. Holmes, nochmal. Bitte benutzen Sie diesen Spitznamen nicht. Ah, Sie müssen Dr. Watson und Mr. Sherlock Holmes sein. Percy hat den ganzen Morgen über immer nach Ihnen gefragt. Der Ärmste klammert sich an jeden Strohhalm. Ich soll Sie auch im Namen seiner Eltern willkommen heißen. Schon die bloße Erwähnung der Angelegenheit ist Ihnen äußerst peinlich. Wir haben noch gar nichts Näheres darüber gehört. Sie sind kein Mitglied der Familie Phelps, wie ich sehe. Hä? Ah, Sie haben wohl das JH auf meinem Siegelring bemerkt. Ich staune über Ihren Scharfsinn. Mein Name ist Joseph Harrison. Da Percy mit meiner Schwester Anna verlobt ist, zähle ich bald wenigstens zu den angeheirateten Verwandten. Sie werden meine Schwester bei Percy im Zimmer finden. Sie pflegt ihn seit 2 Monaten, ohne Rast und Ruhe. Bitte führen Sie uns zu Ihnen, Mr. Harrison. Natürlich. Bitte folgen Sie mir. Percys Zimmer ist gleich auf dieser Ebene im Erdgeschoss. Eigentlich ist es das Gästezimmer und ich habe dort bis vor 10 Wochen genächtigt. Ich war aber so freundlich, das Zimmer für Percy zu räumen, als wir ganz dringend ein Krankenzimmer für ihn brauchten. Dort auf dem Sofa am offenen Fenster liegt der arme Kerl. Die junge Dame ist meine Schwester Anna. Bitte behalten Sie Platz, Miss Harrison. Mein Name ist Sherlock Holmes und dieser Mann neben mir ist Dr. Watson, ein Freund Ihres Verlobten, Miss Harrison. Anna Harrison, ich bin froh, dass Sie kommen konnten. Percy, dein Besuch ist da. Guten Tag, Mr. Phelps. Hallo, Percy. Ich bin's, John Watson. John Watson. Ich freue mich, dich zu sehen, John. Und ich heiße auch Sie willkommen, Mr. Holmes. Soll ich euch allein lassen, Percy? Nein. Bitte bleib an meiner Seite, Anna. Bitte schließen Sie doch die Zimmertür, Mr. Harrison. Natürlich. Um so wenig wie möglich von Ihrer Zeit in Anspruch zu nehmen, komme ich gleich zur Sache, Mr. Holmes. Ich war ein lebensfroher, vom Leben begünstigter Mann. Ich stand im Begriff, Anna zu heiraten. Doch dann zerstörte ein unerwartetes, furchtbares Missgeschick meine ganze Zukunft. Bitte erzählen Sie mir alles so genau wie möglich, Mr. Phelps. Jedes Detail ist wichtig. Watson hat Ihnen vielleicht schon erzählt, dass ich eine Stelle im Auswärtigen Amt bekleide. Durch den Einfluss meines Onkels Lord Holdhurst war ich rasch auf einem verantwortungsvollen Posten. Als mein Onkel dann Außenminister wurde, gab er mir verschiedene wichtige Aufträge, die ich stets so glücklich zum Abschluss brachte, dass er zuletzt uneingeschränktes Vertrauen zu mir hatte. Vor etwa 10 Wochen, oder um genau zu sein, am 23. Mai, rief mich mein Onkel in sein Büro. Er lobte mich wegen meiner guten Dienste, die ich bisher geleistet hatte, und teilte mir mit, dass er einen wichtigen Auftrag für mich hat. Das hier, Percy, ist das Original eines geheimen Vertrags zwischen England und Italien. Es ist von ungeheurer Wichtigkeit, dass darüber nichts Näheres bekannt wird. Die französische und die russische Gesandtschaft würden gewaltige Summen bezahlen, um sich einen Einblick in dieses Schriftstück zu verschaffen. Am liebsten behielte ich das Papier bei mir am Schreibtisch. Aber es ist unumgänglich, eine Abschrift aufzusetzen. Du hast doch ein Pult mit gutem Verschluss in deinem Büro, Percy? Jawohl. Dann nimm den Vertrag an dich und schließe ihn sorgfältig ein. Ich werde es einrichten können, dass du nach Feierabend allein zurückbleiben und die Abschrift ungestört anfertigen kannst. So musst du nicht befürchten, dass dich jemand dabei beobachtet. Wenn du fertig bist, schließe Original und Abschrift wieder ins Pult. Händige mir beides morgen früh persönlich aus. Sie können sich auf mich verlassen, Lord Holdhurst. Werde ich es bis zum 11 Uhr Zug heute Abend schaffen, Onkel? Ich möchte gerne gemeinsam mit Joseph Harrison zurück nach Woking fahren. Das ist mir in diesem Falle gleichgültig, Percy. Du kannst nach Hause, sobald diese Arbeit erledigt ist. Jawohl, Sir.
Also nahm ich die Papiere und... Bitte einen Augenblick. Was ist los? Waren Sie beide allein in Lord Holthursts Büro? Ganz allein. Ist das Büro ein großer Raum? Das Zimmer ist wohl 30 Fuß lang und ebenso breit. Sie standen in der Mitte? Ja, ungefähr. Sprachen Sie laut? Wir sprachen in ganz normalem Tonfall miteinander. Danke für die Auskunft. Bitte, fahren Sie fort. Ich tat alles, wie es mir mein Onkel vorgeschrieben hatte. Ich wartete, bis die anderen Angestellten sich entfernten. Einer von ihnen, Charles Gouraud, der mit mir im selben Büro des Ministeriums arbeitete, hatte noch einige Rückstände zu erledigen. Er war erst gegangen, nachdem ich vom Abendessen zurückgekehrt war. Nun machte ich mich ans Werk, denn ich wollte so schnell wie möglich fertig werden. Joseph Harrison, den Sie inzwischen kennengelernt haben, war in der Stadt. Ich wusste, dass er mit dem 11-Uhr-Zug nach Woking fahren wollte, und ich wollte ihn begleiten. Das sagten Sie schon. Als ich den Vertrag in Augenschein nahm, erkannte ich sofort, dass mein Onkel die Wichtigkeit des Dokuments nicht übertrieben hatte. Ohne mich auf Einzelheiten einzulassen, will ich erwähnen, dass darin die Stellung Großbritanniens zum Dreierbund klargelegt wurde. Es wurde erläutert, welchen Standpunkt England einnehmen würde, falls die französische Flotte im Mittelmeer ein vollkommenes Übergewicht über die italienische Seemacht erringen sollte. Mir ist, als hätte ich erst heute Vormittag in einem Extrablatt von Spekulationen über einen geheimen Marinevertrag gelesen. Sie nicht auch, Holmes? Ich ignoriere das politische Geplänkel meistens. Ich habe das auch gelesen, John. Und mir blieb das Herz stehen. Allerdings bewegt sich in diesem fürchterlichen Beitrag alles im Bereich der Spekulation, aber... bei Gott, diese Reporter scheinen irgendwas aufgeschnappt zu haben. Nun ja, es gibt sicher noch mehr Leute in der Regierung, die von diesem Marinevertrag wissen. Das sind alles hohe Würdenträger, Mr. Holmes. Das erkannte ich, als ich die Namen der Unterschriften unter dem Vertrag sah. Ich machte mich also an die Arbeit, die Abschrift anzufertigen. Das umfangreiche Dokument enthält 26 Unterkapitel und ist in französischer Sprache abgefasst. Ich schrieb, so schnell ich konnte, doch hatte ich, als die Uhr 9 schlug, gerade mal 9 Kapitel fertig. Dass ich Joseph Harrison und den 11-Uhr-Zug nach Woking noch erreichen würde, war aussichtslos. Von dem Abendessen war ich schläfrig geworden. Auch hatte ich nach der langen Tagesarbeit ein dumpfes Gefühl im Kopf. Ich war mir sicher, eine Tasse Kaffee würde mich auffrischen. Sie verließen Ihr Büro? Lassen Sie mich ein wenig ausholen. Am Fuß der Treppe hat der Portier, Mr. Tangery, eine kleine Stube, wo er sich die Nacht über aufhält. Die Beamten, die Überstunden machen, lassen sich häufig auf seinem Spirituskocher Kaffee aufbrühen. Ich zog also die Klingel, weil er heraufkommen sollte. Zu meiner Verwunderung erschien statt seiner eine große, ältliche Frau mit groben Gesichtszügen. Sie haben geklingelt, Mr. Phelps. Ja, aber wer sind Sie? Wo ist Mr. Tangery? Der alte Knochen war zu faul, um von seinem Stuhl aufzustehen. Da hat er mich geschickt, um nach Ihnen zu sehen. Und Sie sind? Mildred Tangery, die Gemahlin dieser alten Schlafmütze von Portier. Ich selbst bin im Ministerium als Putzfrau beschäftigt. Sie machen sich keine Vorstellung, was Bürohengste für einen Dreck machen. Warum haben Sie denn nun geklingelt, Mister? Ich hätte gerne einen Kaffee. Könnten Sie mir eine Tasse voll aufbrühen? Wird einen Moment dauern. Meine Schlafmütze von Ehemann muss erst Wasser aufsetzen. Das macht nichts. Ich warte. Also gut. Ich schrieb noch 2 Unterkapitel ab und wurde dabei immer schläfriger. Um mich wachzuhalten, ging ich ein paar Mal in meinem Büro auf und ab. Ich wunderte mich, warum der Kaffee nicht kam. Ich öffnete die Tür und verließ das Büro, um die Ursache der Verzögerung zu ergründen. Sie suchten die kleine Stube des Portiers auf? Ja. Bitte beschreiben Sie mir den kompletten Weg zu dieser Stube. Aus meinem Büro, das keinen anderen Ausgang hat, führt ein gerader, schwach erleuchteter Korridor bis zu einer gewundenen Treppe. Sie mündet 2 Etagen tiefer in den Hausflur, an dessen Ende auf der linken Seite die Stube des Portiers liegt. Was liegt in der Etage dazwischen? Ist man die gewundene Treppe zur Hälfte heruntergestiegen, kommt man an einen Absatz, von dem aus ein 2. Korridor im rechten Winkel zur Hintertreppe und zu einer Seitentür führt. Wohin mündet die Seitentür? Auf die Charles Street. Wer benutzt die Seitentür üblicherweise? Die Dienerschaft und jene Angestellte, deren Weg zum Ministerium über die Charles Street führt. Aha.
Es gibt also einen schwach erleuchteten Korridor, eine gewundene Treppe, auf halber Höhe die Verbindung zu einem Seiteneingang und unten den Hausflur zur Stube des Portiers. Ich vermute in der Nähe des Haupteingangs. Korrekt. Sehr gut. Fahren Sie fort, Mr. Phelps. Als ich unten angelangt war, kam ich in den Hausflur. Ich ging direkt zur Stube des Portiers. Um Himmels Willen, der Wassertopf! Das brodelnde Wasser spritzt ja schon auf die Dielen. Wohin nur mit dem Topf? Ah, heiß, heiß! Ah, Mist! Aua! Verdammt! Hilfe! Ein Überfall! Gut. Verbrannt. Sie sind es, Mr. Phelps. Verzeihen Sie, Mr. Tangery. Ich bin heruntergekommen, um zu sehen, ob mein Kaffee fertig ist. Oh. Ja. Warum ist die Flasche kaputt? Das Wasser brodelte schon so stark auf dem Kocher, dass es aus dem Topf spritzte. Ich musste es schnell von der Flamme nehmen und dabei... Tut mir leid. Ich bin wohl eingeschlafen, nachdem ich den Kocher angezündet hatte. Ist ja schon gut. Was ist denn jetzt schon wieder? Das geht heute Abend zu wie am Geburtstag von Queen Victoria. Wer läutet denn da eigentlich gerade, wenn Sie hier sind, Mr. Phelps? Läutet? Was für eine Glocke war das denn eben? Na, die Glocke von Ihrem Büro, Mr. Phelps. Mein Gott, der Vertrag! Er liegt offen auf dem Pult, ich muss sofort hoch! Wie wahnsinnig stürzte ich die Treppe hinauf und durch den Gang. Kein Mensch war im Korridor, Mr. Holmes. Kein Mensch war in meinem Büro. Ich fand alles genau so, wie ich es verlassen hatte. Nur die Blätter mit dem Marinevertrag waren von dem Schreibpult verschwunden. Die unfertige Abschrift war noch da, aber das Original war fort! Was taten Sie, Mr. Phelps? Ich wusste sofort, dass der Dieb die Hintertreppe heraufgekommen sein musste. Auf dem Weg vom Haupteingang her wäre ich ihm sonst begegnet. Sind Sie sicher, dass er nicht die ganze Zeit über im Büro verborgen war oder im Korridor? Sie sagten ja, dass der Korridor nur schwach erleuchtet war. Das ist unmöglich. Weder das Büro noch der Korridor bieten das geringste Versteck. Wenn Sie meinen, bitte fahren Sie fort. Der Portier hatte meine entsetzte Miene gesehen und kam hinter mir die Treppe rauf. Wir liefen nun beide durch den Gang, die gewundene Treppe runter zur Etage mit dem Korridor, der zur Hintertreppe führt. Die Tür zur Charles Street hinaus war nicht verschlossen. Wir stießen sie auf und eilten hinaus. Im selben Augenblick hörte ich, wie eine Uhr vom nahen Kirchturm 3 Schläge tat. Es war 9.45 Uhr. Die Uhrzeit ist eine höchst wichtige Information, Mr. Phelps. Draußen war es dunkel und es fiel ein feiner, warmer Regen. Auf der Charles Street ging kein Mensch. Wo sie am Ende mit Whitehall zusammenstößt, war allerdings dichtes Gedränge. Der Dieb ist bestimmt dort entlang. Dorthin in Richtung Whitehall. Folgen Sie mir, Mr. Tangery, wir müssen ihn kriegen! Immer langsam. Ich bin kein Rennpferd. Schneller! Der Dieb darf nicht entkommen! Da, an der Ecke steht ein Polizist. Fragen wir ihn. Herr Wachtmeister! Ein Diebstahl! Hilfe! Sie brauchen... nicht auf mich zu warten. Was kann ich für Sie tun, Gentlemen? Ein Dieb. Ein Diebstahl. Aus dem Außenministerium. Aus dem Ministerium ist ein Schriftstück von unermesslichem Wert entwendet worden. Ist aus der Charles Street jemand an Ihnen vorbeigekommen? Ich stehe seit einer Viertelstunde an dieser Straßenecke. Während dieser Zeit ist nur eine einzige Person hier vorbeigekommen. Ein großes, schon bejahrtes Frauenzimmer mit einem Umschlagetuch. Das ist gewiss meine Frau Mildred gewesen. Sonst haben Sie niemanden gesehen? Zumindest niemanden, der aus Richtung Charles Street gekommen wäre. Dort drüben in Whitehall ist ziemlich viel los. Da muss der Dieb nach der anderen Seite der Charles Street entkommen sein. Welche Richtung hat die Frau eingeschlagen? Das weiß ich nicht. Ich sah sie vorbeigehen, hatte aber keinen besonderen Grund, ihr nachzuspüren. Sie schien es sehr eilig zu haben. Und wie lange ist das her? Höchstens ein paar Minuten. Wie viele Minuten denn nun? Etwa 5? Sicherlich nicht mehr. Sie verlieren nur unnütz Zeit, Mr. Phelps. Meine Alte hat nichts mit der Sache zu tun. Darauf können Sie sich verlassen. Sie ist zu unserer Wohnung gegangen. Dort würden Sie sie auch finden. Wo wohnen Sie? In Brixton, Efoy Lane Nummer 14. Aber Sie glauben doch nicht wirklich, dass meine Frau... Das ist bestimmt die falsche Fährte. Sie verlieren nur Zeit.
Wir kehrten ins Ministerium zurück und durchsuchten die Treppen und Gänge, jedoch ohne Erfolg. Der Korridor, der zu meinem Büro führt, war erst am Abend nach Feierabend frisch gebohnert worden. Wir fanden keine Streifen oder Abdrücke, obwohl wir den Boden genau untersuchten. Hatte es den ganzen Abend über geregnet? Etwa von 7 Uhr. Also, Sie fanden keine Abdrücke auf dem Fußboden des Korridors, trotz der Nässe draußen. Bitte erzählen Sie weiter. Nun untersuchten wir das Büro. An eine geheime Tür ist dort nicht zu denken. Und die Fenster sind an der Fassade wohl 30 Fuß hoch über dem Boden. Außerdem waren beide Fenster geschlossen und verriegelt. Eine mögliche versteckte Falltür ließe sich schon wegen des Teppichs nicht öffnen. Die Decke ist weiß getüncht. Ich möchte meinen Kopf wetten, dass der Dieb, der den Marinevertrag gestohlen hat, nur durch die Seitentür ins Gebäude gelangt sein kann. Wie steht es mit dem Kamin? Es gibt keinen im Büro. Dort steht nur ein Ofen. Die Klingelschnur hängt am Draht, rechter Hand von meinem Schreibtisch. Wer geläutet hat, muss dicht am Pult gestanden haben. Aber warum sollte ein Dieb die Glocke ziehen? Es ist ein ganz unergründliches Geheimnis. Das ist in der Tat höchst seltsam. Was unternahmen Sie weiter? Hatte der Eindringling eventuell etwas zurückgelassen? Sahen Sie in Ihrem Büro einen Zigarrenstumpf, vielleicht eine Haarnadel, falls der Eindringling eine Frau war? Nicht das Geringste. Sie bemerkten auch keinen Geruch? Darauf haben wir nicht geachtet. Bei einer solchen Untersuchung wäre es von Wichtigkeit, wenn das Büro zum Beispiel nach Parfum gerochen hätte oder nach Tabak. Da ich selbst kein Raucher bin, wäre mir ein Tabakgeruch gewiss aufgefallen. Wir fanden nicht den geringsten Hinweis. Die einzig greifbare Tatsache war, dass Mildred Tangery sich eilig davongemacht hatte. Obwohl ihr Mann, der Portier, erklärte, seine Frau gehe um diese Zeit immer nach Hause, bekam ich wieder das Gefühl, dass ich sie erwischen musste. Und zwar schnell. Falls sie den Vertrag wirklich an sich gebracht hatte, durfte sie keine Chance haben, sich seiner zu entledigen. Sie sind ins Außenministerium zurückgekehrt. Sie haben Treppen, Korridore und Büro durchsucht. Ich fürchte, Zeit, um gestohlene Dokumente loszuwerden, hätte sie inzwischen reichlich gehabt. Ich war nicht bereit aufzugeben. Inzwischen hatte der Polizist von der Straße auch seine Dienststelle benachrichtigt und es fand sich ein Geheimpolizist namens Forbes im Ministerium ein. Wir bestiegen eine Droschke und eine halbe Stunde später hielten wir in Brixton. Wer genau ist wir? Der Geheimpolizist Forbes und ich. Mr. Tangery begleitete Sie also nicht? Nein, er darf ja seinen Posten beim Haupteingang des Ministeriums nicht so lange verlassen. Aha. Öffnete Ihnen jemand, als Sie an der Wohnungstür der Tangerys klopften? Die älteste Tochter machte uns auf. Die Mutter war noch nicht zurück und wir mussten im Wohnzimmer warten. Wann traf die Dame des Hauses denn nun ein? Etwa 10 Minuten später. Leider begingen wir einen unverzeihlichen Fehler. Statt selbst zu öffnen, überließen wir dies dem Mädchen. Als die Tochter ihrer Mutter aber sagte, dass in der Stube 2 Männer warteten, hörten wir, dass Mrs. Tangery sofort kehrt machte und davonrannte. Einen Moment später waren Forbes und ich schon durch die Tür und liefen ihr durch den Regen nach. Da vorne! Das muss sie sein! Im Namen des Gesetzes, stehen bleiben! Wir holen sie gleich ein! Lassen Sie mich! Ich habe nicht! Ich habe gesagt, stehen bleiben! Hilfe! Räuber! Sie dürfen mich nicht festhalten! Ich habe nichts Unrechtes getan. Stillhalten. Ich bin Henry Forbes von der Geheimpolizei. Versuchen Sie nicht, sich loszureißen, Mrs. Tangery. Aber Sie sind ja Mr. Phelps aus dem Büro. Natürlich ist das Mr. Phelps. Wer dachten Sie denn, wer wir sind? Und warum sind Sie davongelaufen? Ich dachte, Sie wären Gerichtsvollzieher. Wir haben mit einem Händler Streit gehabt. Das machen Sie einem anderen weiß. Wir haben allen Grund zu der Annahme, dass Sie ein wichtiges Schriftstück aus dem Büro von Mr. Phelps mitgenommen haben und es jetzt beiseite schaffen wollen. Es hilft nichts. Sie müssen mit zur Polizei und sich durchsuchen lassen. All Ihr Bitten und Widerstreben war umsonst. Wir ließen eine Droschke kommen und fuhren mit ihr zum Polizeiamt. Dort wurde Mrs. Tangery einer Beamtin übergeben. Ich wartete in wahrer Todesangst auf den Bericht dieser Beamtin. Die Durchsuchung von Mrs. Tangery erbrachte aber kein Ergebnis. Von dem Marinevertrag gab es keine Spur. Da überkam ich zum ersten Mal das Bewusstsein meiner entsetzlichen Lage mit voller Gewalt. Bisher hatte ich handeln können und mir war keine Zeit zum Überlegen geblieben. Ich hatte fest damit gerechnet, den Vertrag wiederzufinden. Was aus mir werden würde, wenn unsere Bemühungen fehlschlugen, daran wagte ich nicht zu denken.
Doch jetzt ließ ich nichts mehr tun. Und ich hatte zum ersten Mal Zeit, mir meine Lage klarzumachen. Sie war fürchterlich. Ich dachte an meinen Onkel und die anderen Minister. An die Schande, die ich ihm und allen meinen Angehörigen bereitet hatte. Freilich war ich Opfer eines außergewöhnlichen Missgeschicks. Aber wer fragt danach, wenn diplomatische Interessen auf dem Spiel stehen? Kein Zweifel. Ich war hoffnungslos zugrund gerichtet und mit Schmach bedeckt. Ich weiß nicht mehr genau, was ich damals tat. Meine Aufregung war zu groß. Ich erinnere mich noch dunkel daran, dass die Beamten sich versammelten und versuchten, mich zu beruhigen. Einer von ihnen fuhr mit mir bis zur Waterloo Station und brachte mich in den Zug nach Woking. Wahrscheinlich hätte er mich bis hierher begleitet, wäre nicht Dr. Ferrier zufällig in diesem Zug gewesen. Er wohnt in unserer Nachbarschaft. Der Doktor nahm mich in seine Obhut. Schon kurz nach der Abfahrt bekam ich Krämpfe. Und bevor ich daheim ankam, raste ich im Fieberwahn. Wissen Sie noch, wie Ihre Angehörigen reagierten? Es brach Percys Mutter und mir fast das Herz, Percy in so einem schlimmen Zustand zu sehen. Dr. Ferry erzählte uns, was er am Bahnhof von den Polizisten erfahren hatte. Der Doktor sagte uns, dass sich Percy im nächstmöglichen Bett niederlegen solle, sonst befürchte er das Schlimmste. So musste mein Bruder Joseph sofort aus dem Gästezimmer im Erdgeschoss ausziehen, in dem wir uns jetzt befinden. Das Zimmer wurde in ein Krankenzimmer umgewandelt. Mehr als 9 Wochen habe ich hier bewusstlos in Fieberraserei und mit Gehirnentzündung daniedergelegen. Nur dem Doktor und Anna verdanke ich es, wenn ich noch am Leben bin. Anna hat mich den Tag über gepflegt. Eine Pflegerin wachte des Nachts bei mir. Ich war gänzlich unzurechnungsfähig. Man konnte mir alles zutrauen. Nur langsam wich meine Geistesumnachtung. Und erst in den vergangenen 3 Tagen ist mein Gedächtnis wieder ganz zurückgekehrt. Ach, ich wünschte manchmal, dass ich überhaupt nicht wieder zu Bewusstsein erwacht wäre. Zuerst telegrafierte ich an den Geheimpolizisten Forbes. Er kam und versicherte mir, es sei alles Mögliche geschehen. Doch habe man nicht die geringste Spur entdeckt. Der Portier und seine Frau, Mrs. Tangery, waren wiederholt ins Verhör genommen worden, ohne dass dadurch Licht in die Dunkelheit kam. Was ist mit Ihrem Bürokollegen, der noch Überstunden machte, bevor Sie mit der Abschrift des Marinevertrags begannen? Sie nannten seinen Namen Charles Gouraud. Stimmt. Dass er einen französischen Namen trägt und nach Geschäftsschluss noch dageblieben war, hatte natürlich Misstrauen erweckt. Doch er ist, obgleich aus einer Hugenottenfamilie stammend, mit Leib und Seele Engländer. Auf ihn, Mr. Holmes, ruht jetzt meine letzte Hoffnung. Versagt doch diese, dann habe ich mein Ansehen und meine Stellung in der Welt auf immer verloren. Von den Folgen für England ganz zu schweigen. Sie können mir doch helfen, Mr. Holmes, nicht wahr? Ihre Angaben waren derart ausführlich, dass ich derzeit nur noch wenige Fragen habe. Ein Umstand erscheint mir jedoch besonders wichtig. Haben Sie irgendjemandem mitgeteilt, dass Ihnen diese geheime Arbeit an dem Marinevertrag anvertraut war? Keinem Menschen. Auch nicht Miss Anna Harrison hier? War sie an jedem Tag vielleicht kurz zu Besuch im Ministerium? Nein. Hat sie auch sonst keiner ihrer Angehörigen besucht? Niemand. Aber Ihre Verwandten hätten sich im Gebäude des Außenministeriums zurechtfinden können. Natürlich. Sie haben es alle gelegentlich besichtigt. Wenn Sie niemandem von dem Vertrag erzählt haben, sind das natürlich ganz müßige Fragen. Sie wussten nichts von meinem Auftrag. Wissen Sie Näheres über den Portier? Nur, dass er ein ehemaliger Soldat ist. Welches Regiment? Ich glaube, er stand bei der Garde der Königin. Darüber kann mir Mr. Forbes, der Geheimpolizist, bestimmt noch genauer berichten. Die Polizei versteht sich zuweilen trefflich darauf, Tatsachen zu ermitteln, nur weiß sie selten, Nutzen daraus zu ziehen. Haben Sie irgendeine Aussicht, dem Geheimnis auf den Grund zu kommen, Mr. Holmes? Es lässt sich keineswegs leugnen, dass der Fall höchst sonderbar und verwickelt ist. Ich verspreche Ihnen aber, Miss Harrison, dass ich die Sache untersuchen und Sie und Ihren Verlobten in Kenntnis setzen werde, wenn ich etwas Wesentliches entdecke. Haben Sie irgendwelche Anhaltspunkte gefunden? In der Tat, Mr. Harrison. Mr. Percy hat mir sogar 7 Hinweise geliefert. Aber ich muss sie natürlich erst prüfen, bevor ich sagen kann, ob sie etwas taugen. Haben Sie jemanden in Verdacht? Nur mich selbst. Wie meinen Sie das? Ich fürchte, vorschnelle Schlüsse zu ziehen. Dann gehen Sie bitte nach London, um Ihre Anhaltspunkte zu prüfen. Das ist ein sehr guter Rat, mein Fräulein. Ich glaube, Watson und ich können gerade nichts Besseres tun. Ich werde in fieberhafter Unruhe sein, bis ich Sie beide wiedersehe. Erwarten Sie uns morgen wieder am späten Vormittag. Ich werde kommen, auch wenn ich nur negative Ergebnisse zu melden habe. Gott segne Sie für Ihr Versprechen. Schon der Gedanke, dass etwas in der Sache geschieht, gibt mir neues Leben. Lassen Sie uns gehen, Watson. Wohin als nächstes? Zu Geheimpolizist Forbes.
Ich habe schon von Ihren Methoden gehört, Holmes. Erst lassen Sie sich von der Polizei Auskunft erteilen und führen die Angelegenheit dann auf eigene Faust weiter, um die Polizeibeamten in Misskredit zu bringen. Ha? Ganz im Gegenteil, Mr. Forbes. Ihre Scotland Yard-Kollegen Lestrade und Gregson verdanken mir die Aufklärung so mancher Verbrechen, ohne dass mein Name auch nur erwähnt wurde. Sie können das nicht wissen, denn Sie sind noch unerfahren. Wollen Sie in Ihrem Beruf aber vorwärts kommen, so rate ich Ihnen, mit mir zu kooperieren, anstatt gegen mich zu arbeiten. Ist etwas, Watson? Ich dachte, wir wären hier, um mit Mr. Forbes Informationen auszutauschen, Holmes. Viel auszutauschen gibt's da nicht. Wir tappen wegen des verschwundenen Marinevertrags, von dem Mr. Phelps Ihnen gar nicht hätte erzählen dürfen, noch immer im Dunkeln. Seien Sie versichert, dass Staatsgeheimnisse bei mir gut aufgehoben sind, Mr. Forbes. Wegen einem dieser Geheimnisse wurde ich mal fast in die Luft gesprengt. Also gut, Holmes. Vielleicht hilft uns der Austausch tatsächlich weiter. Was wollen Sie wissen? Welche Schritte haben Sie unternommen, um auf die Spur des Vertrages zu kommen? Also, wir haben Portier Tangery überwacht. Bei der Garde hat er sich nichts zu Schulden kommen lassen. Es liegt nichts gegen ihn vor. Anders verhält es sich aber mit seiner Frau Mildred. Ließen Sie sie ebenfalls beobachten? Eine Polizistin hat ein Auge auf sie. Mrs. Tangery trinkt zu viel. Wir erfuhren, dass Mrs. Tangery offensichtlich Angst vor Gerichtsvollziehern hat. Ja, aber die Tangerys haben ihre Schulden inzwischen bezahlt. Woher kam das Geld? Ja, diese Spur war eine Sackgasse. Es ging alles mit rechten Dingen zu. Mr. Tangery hat sie aus seiner Pension bezahlt. Nichts deutet darauf hin, dass die Tangerys andere Mittel besitzen. Weshalb kam Mrs. Tangery herauf, als Mr. Phelps nach dem Kaffee läutete? Sie sagt, ihr Mann wäre sehr müde gewesen. Sie wollte ihm helfen. Das stimmt mit dem Umstand überein, dass Mr. Phelps den Portier schlafend in seiner Stube vorfand. Es liegt also nichts gegen das Ehepaar vor, außer dass Mrs. Tangery zu viel trinkt. Warum hatte sie es an jenem Abend in der Charles Street so eilig, dass dies sogar dem Schutzmann aufgefallen ist? Sie hatte sich verspätet und wollte rasch nach Hause kommen. Mr. Phelps und sie fuhren lange nach ihr fort und dennoch waren sie vor ihr bei der Wohnung der Tangerys. Ihre Kutsche hatte unterwegs einen Schaden, sagt sie. Ich habe das überprüft. Ihre Aussage entspricht der Wahrheit. Haben Sie sie gefragt, ob sie jemandem in der Charles Street begegnet ist? Sie sah dort niemanden, außer den Schutzmann. Und der Schreiber Charles Gorot? Wir haben ihn 9 Wochen lang beobachtet, ohne Erfolg. Ihm ist nichts nachzuweisen. Was ist Ihre Ansicht über das Läuten der Glocke? Tja, ich gestehe, das übersteigt mein Verständnis. Der Täter muss ein besonders frecher Mensch sein, auch noch Lärm zu schlagen. Ja, das ist und bleibt sonderbar. Seien Sie versichert, wenn ich Ihnen den Dieb ausliefern kann, werden Sie wieder von mir hören, Mr. Forbes. Da bin ich aber erleichtert. Wir beide sollten nun unseren nächsten Gesprächspartner aufsuchen, Watson. Und wer ist das? Lord Holdhurst, der Außenminister. Im Gleichschritt! Marsch! Links, zwei, drei, vier! Links, zwei, drei, vier! Ihr Name ist mir wohl bekannt, Mr. Holmes. Und auch über den Zweck Ihres Besuchs bin ich nicht im Zweifel. Darf ich Sie fragen, wer Sie mit der Sache betraut hat? Ihr Neffe, Percy Phelps, Lord Holdhurst. Ach, mein unglücklicher Neffe. Sie begreifen, dass ich schon wegen dieses Verwandtschaftsverhältnisses ganz außerstande bin, Ihnen Schutz zu nehmen. Der Vorfall wird seiner Laufbahn sehr hinderlich sein, fürchte ich. Und wenn sich das Schriftstück wiederfindet? Das würde die Sache freilich ändern. Ich möchte mir erlauben, ein paar Fragen an Sie zu richten, Lord Holdhurst. Ich werde sie beantworten, wenn ich kann. Ist dies der Raum, in dem Sie Mr. Phelps den Auftrag zur Abschrift erteilten? Jawohl. Könnten Sie belauscht worden sein? Ausgeschlossen. Wer wusste sonst noch, dass es eine Abschrift des Marinevertrags geben sollte? Natürlich die Unterzeichner und jener Mann, der mir den Vertrag zur sicheren Verwahrung brachte. Wer ist das? Das darf ich Ihnen nicht sagen. Das ist nicht sehr hilfreich. Dieser Mann hätte keinen Grund, sich den Vertrag anzueignen. Er kennt seinen Inhalt, denn er ist einer der Verfasser. Wenn sich also weder Sie noch Mr. Phelps über den Vertrag und die Abschrift zu irgendwem geäußert haben, dann ist der Dieb rein zufällig in Mr. Phelps' Büro gekommen. Die Gelegenheit war ihm günstig und er griff zu. Möglich ist so etwas natürlich. Noch einen anderen wichtigen Punkt möchte ich mit Ihnen besprechen, Sir. Ich hörte, Sie fürchteten, das Bekanntwerden des Vertrags könnte sehr ernste Folgen haben. Die allerernstesten Folgen?
Und sind Sie eingetreten? Noch nicht. Wenn der Marinevertrag zum Beispiel in das französische oder das russische Außenministerium gelangen würde, so würde es Ihnen vermutlich zu Ohren kommen. Davon können Sie ausgehen, Holmes. Da nun fast 10 Wochen vergangen sind und keine Aussprache erfolgt ist, so dürfen wir doch wohl annehmen, dass der Vertrag noch nicht ausgeliefert wurde. Es lässt sich kaum denken, dass der Dieb den Vertrag gestohlen hat, um ihn dann bei sich einzurahmen und an die Wand zu hängen. Vielleicht wartet er noch, um einen besseren Preis zu erzielen. Wenn er noch lange wartet, wird er leer ausgehen. In wenigen Monaten ist der Vertrag kein Geheimnis mehr. Das ist eine wichtige Information, Sir. Vielleicht wurde der Dieb von einer plötzlichen Krankheit befallen. Zum Beispiel von einer Gehirnentzündung? Das habe ich nicht gesagt. Sie sagten mir gestern, ich würde wieder von Ihnen hören, wenn Sie mir den Dieb ausliefern können. Haben Sie ihn gefunden, Holmes? Noch nicht, Mr. Forbes. Hä? Und warum fahren wir jetzt gemeinsam mit Dr. Watson nach Woking? Ich habe Mr. Percy Phelps versprochen, ihn heute wieder zu besuchen. Ich bin kein Besuchsdienst. Wenn Sie nichts in der Hand haben, ist die Fahrt nach Woking reine Zeitverschwendung. Das werden wir ja sehen. Sie sollten Mr. Forbes über Ihre Erkenntnisse zu Joseph und Anna Harrison ins Bild setzen, Holmes. Ich glaube nicht, dass das wichtig ist, Watson. Ich würde es trotzdem gerne wissen. Anna und Joseph Harrison sind die einzigen Kinder eines Hüttenbesitzers irgendwo oben in Northumberland. Percy Phelps hat sich letzten Winter auf einer Reise mit Anna verlobt und sie ist in Begleitung ihres Bruders nach Woking zu Besuch gekommen, um die Verwandten des Bräutigams kennenzulernen. Als dann der Ärger losging, ist Anna zur Pflege ihres Verlobten dageblieben und ihr Bruder Joseph, der sich offenbar sehr behaglich fühlte, wollte auch nicht fort. Und was helfen uns diese Erkenntnisse weiter? Vielleicht überhaupt nicht. Es ist mir aber stets wichtig zu wissen, mit wem ich es zu tun habe. Hat sich auf Ihre Anzeige in den Zeitungen schon etwas getan, Holmes? Stimmt, ich habe die Anzeige heute Morgen auch gesehen. 10 Pfund Belohnung für die Nummer derjenigen Droschke, welche am Abend des 23. Mai gegen 9.30 Uhr eine Person in der Charles Street beim Außenministerium abgesetzt hat. Näheres Baker Street 221b. Ich bin mir sicher, dass der Dieb mit einer Droschke vorgefahren sein muss. Sonst hätte man in den Korridoren Spuren seiner dreckigen Stiefel gefunden. Und hat sich nun jemand gemeldet? Leider noch nicht. Briarbree, wir sind da. Es wird Percy nicht gefallen, dass wir noch nichts wirklich Greifbares haben. Miss Harrison. Gott sei Dank sind Sie hier. Kommen Sie schnell rein, es ist etwas Schreckliches passiert. Du bist weiß wie ein Bettlaken, Percy. Wir sollten dringend wieder das Fenster öffnen. Du brauchst frische Luft. Nein, das Fenster bleibt zu, John. Was bringen Sie mir, Holmes? Bisher noch nichts, Mr. Phelps. Ich habe mich mit Mr. Forbes hier unterhalten und auch mit Ihrem Onkel, Lord Holdhurst. Und ich habe verschiedene Erkundigungen eingezogen, die zu etwas führen könnten. Haben Sie Hoffnung? Durchaus. Was ist denn nun so Schreckliches passiert? Percy glaubt, dass in der vergangenen Nacht jemand versucht hat, ihn umzubringen. Tatsächlich? Wissen Sie, ich fange wirklich an zu glauben, dass ich das Ziel einer gefährlichen Verschwörung bin. Bitte erzählen Sie. Sie müssen wissen, dass ich letzte Nacht zum ersten Mal keine Wärterin im Zimmer hatte. Ich fühlte mich so viel wohler, dass ich glaubte, sie nicht mehr zu brauchen. Doch ließ ich mein Nachtlicht brennen. Gegen 2 Uhr morgens lag ich eben in leichtem Schlummer, als mich ein schwaches Geräusch weckte. Es klang, als ob eine Maus am Holz nage. Eine Weile lag ich da und horchte. Dann wurde der Ton lauter und vom Fenster her kam ein scharfes, metallisches Klirren. Entsetzt fuhr ich empor. Was das Geräusch zu bedeuten hatte, war mir jetzt klar. Die schwächeren Töne kamen von einem Werkzeug, das in den Schlitz zwischen die Fensterläden gepresst wurde. Und dann hatte sich der Riegel in die Höhe geschoben. Ein Einbrecher? Nun blieb es etwa 10 Minuten still, als warte der Draußenstehende, ob der Lärm mich geweckt haben könnte. Dann vernahm ich ein leises Knarren und das Fenster wurde vorsichtig geöffnet. Länger trug ich die Spannung nicht. Beide Nerven sind noch nicht so stark wie früher. Ich sprang aus dem Bett und stieß den Laden auf. Ein Mann kauerte vor dem Fenster. Ich konnte nur wenig von ihm sehen, denn er floh davon wie der Blitz. Beschreiben Sie ihn. Woran erinnern Sie sich? Naja, er war ganz in einen Mantel gewickelt, der den unteren Teil seines Gesichts verhüllte. Eines aber weiß ich mit Bestimmtheit. Er trug eine Waffe in der Hand, wahrscheinlich ein langes Messer. Ich sah deutlich die funkelnde Klinge, als er sich zur Flucht wandte. Das ist höchst interessant. Und was taten Sie dann?
Wäre ich stärker gewesen, wäre ich ihm durch das offene Fenster nachgesprungen. So aber musste ich mich damit begnügen, das Haus wach zu klingeln. Das dauerte ein paar Momente, da die Glocke in der Küche hängt. Wer kam zuerst? Ich. So wie es aussieht, war ich am schnellsten wach. Sie, Mr. Harrison? Liegt das Zimmer Ihrer Schwester Anna nicht näher? Jedenfalls kam ich Percy als Erster zur Hilfe. Zusammen mit dem Stallknecht fand ich Fußtritte in dem Blumenbeet unter dem Fenster. Auf dem Rasen ließ ich leider keine Spur verfolgen. Es war in den letzten Tagen zu trocken. An dem hölzernen Zaun nach dem Weg hinter dem Haus zu fand ich aber eine Stelle, die aussieht, als sei dort jemand drüber geklettert. Eine der Spitzen ist abgebrochen. Noch habe ich bei der Ortspolizei keine Anzeige erstattet. Ich hielt es für besser, zuerst Ihre Aussage zu hören, Holmes. Wären Sie wohl imstande, mir diese Spuren und den Zaun zu zeigen, Mr. Harrison? Natürlich. Dr. Watson, Mr. Forbes, Mr. Phelps, Sie kommen am besten auch mit. Das lasse ich mir nicht entgehen. Oh ja. Etwas Sonnenschein würde mir guttun. Ich möchte auch mitgehen. Ich fürchte, das kann ich nicht gestatten, Miss Harrison. Warum denn das? Ich möchte, dass jemand in diesem Zimmer bleibt, während wir draußen sind. Erwarten Sie nicht, dass Holmes Ihnen das erklärt, Miss Harrison. Er ist ein Mann voller Geheimnisse. Wir sind an der Rückseite des Gebäudes. Ist dies das Fenster Ihres Krankenzimmers, Mr. Phelps? So ist es. Dort ist das Blumenbeet, unter dem Fenster. Hier sind die Abdrücke, Holmes. Frauenfüße waren es wohl nicht. Dann wären die Abdrücke kleiner. Ich sehe die Abdrücke, Mr. Forbes. Ich fürchte aber, dass wir daraus nicht besonders schlau werden. Immerhin bestätigen Sie aber, dass tatsächlich jemand unter dem Fenster gestanden hat. Lassen Sie uns um das Haus herumgehen und überlegen, warum der Einbrecher gerade dieses Zimmer gewählt hat. Die größeren Fenster im Wohnzimmer und Speisezimmer wären besser für seinen Zweck gewesen. Aber Sie sind von der Straße vor dem Haus aus zu sehen. Das stimmt natürlich, Mr. Harrison. Aber anstatt umständlich durch ein Fenster zu klettern, hätte der Einbrecher diese Tür dort aufbrechen können. Wohin führt sie? Es ist die Hintertür für die Lieferanten und Diener. Nachts wird sie verschlossen. Ist früher schon mal hier eingebrochen worden, Mr. Phelps? Nein, noch nie. Haben Sie viel Silberzeug im Haus oder andere Kostbarkeiten, von denen der Dieb angelockt werden könnte? Nur ein paar Kleinigkeiten. Nichts Besonderes. Bitte zeigen Sie uns die Stelle, wo der Kerl über den Zaun geklettert sein könnte, Mr. Harrison. Natürlich. Folgen Sie mir. Was glauben Sie, Holmes? Hat dieser Einbruch irgendetwas mit dem Marinevertrag zu tun? Und hat es der Einbrecher am Ende tatsächlich auf Percys Leben abgesehen? Wenn es sich so verhält, wie ich glaube, könnte ich Ihre erste Frage mit Ja beantworten, Watson. Über die Antwort auf die zweite Frage bin ich mir noch nicht im Klaren. Percy hat ein Messer bei dem Eindringling gesehen. Zumindest glaubt er, ein Messer gesehen zu haben. Ihr Freund neigt ein wenig zur Theatralik. Meinen Sie? Eine Gehirnentzündung wegen eines verschwundenen Dokuments? Ich bitte Sie, Sie sind Arzt. Ich glaube, er hat einfach panisch Angst davor, im Ministerium vorzusprechen. Was haben Sie gesagt, Mr. Holmes? Ich habe nur laut gedacht, Mr. Phelps. Wir sind da. Das ist die Stelle. Da, an der Oberseite des Zauns. Da ist eindeutig etwas abgebrochen. Ich glaube nicht, dass das in der vergangenen Nacht passiert ist. Das ist ein alter Schaden. Wie kommen Sie darauf? Die Bruchstelle ist bereits von der Sonne gebleicht und sie ist verwittert. Auch sieht man drüben keine Spur davon, dass jemand über den Zaun gesprungen oder geklettert ist. Nein, das hier wird nicht helfen. Ich habe einen Entschluss gefasst, Mr. Phelps. Da wir derzeit nicht ganz ausschließen können, dass es der Unbekannte tatsächlich auf Ihr Leben abgesehen hat, kommen Sie mit uns nach London. Sofort? Ja, das heißt, so schnell es sich einrichten lässt. Lassen Sie sich von Mr. Harrison kurz beim Packen helfen. Das kann Anna für mich machen. Das geht nicht. Ich muss mit ihr noch ein paar Worte wechseln. Na komm, alter Junge. Ich helf dir schon. Je schneller du in London bist, desto schneller bist du in Sicherheit. Miss Harrison, ich muss Sie bitten, sich den ganzen Tag in Mr. Phelps Krankenzimmer aufzuhalten. Lassen Sie sich durch nichts von hier vertreiben. Das ist von allerhöchster Wichtigkeit. Wäre es nicht besser, wenn ich Percy mit nach London begleite? Sie dienen ihm heute mehr, wenn Sie in diesem Zimmer wachen. Tut mir leid, Miss Harrison. Ich weiß genauso wenig wie Sie. Und noch etwas. Wenn Sie heute am späten Abend zu Bett gehen, bitte ich Sie, die Zimmertür von außen zu verschließen und den Schlüssel mitzunehmen. Geben Sie mir Ihr Wort darauf. Wenn Sie es so wünschen, Mr. Holmes? Machen Sie sich um Ihren Verlobten keine Sorgen. Dr. Watson ist Arzt und wird ein Auge auf ihn haben. Würden Sie wenigstens mir verraten, was das alles soll, Holmes? In der kommenden Nacht werden Sie das erfahren, Forbes.
Nun machen Sie es verdammt nochmal nicht so spannend, Holmes. Erst gehen Sie mit Watson, Phelps und mir zum Bahnhof und dann teilen Sie uns ganz plötzlich mit, dass Sie beabsichtigen, mit mir in Woking zu bleiben. Dann spazieren Sie mit mir gemütlich durch die Gegend, gönnen sich in einem Wirtshaus eine reichliche Mahlzeit und jetzt vertrödeln wir die Nacht in einem Gebüsch hinter Phelps Anwesen. Ist das etwa Ihre Auffassung von Ermittlungsarbeit? Haben Sie denn nicht bemerkt, was wir von hier aus beobachten können, Forbes? Das Fenster zu Mr. Phelps Krankenzimmer. Na und? Die Fensterläden sind geöffnet und im Innern brennt Licht. Man kann von hier aus Miss Anna Harrison erkennen. Sie sitzt mit einem Buch am Tisch. Vortrefflich. Genau das soll sie ja auch tun. Was ist so besonders... Sehen Sie? Miss Harrison hat das Buch jetzt zugeklappt. Sie steht auf und hat jetzt das Licht gelöscht. Nun wird sie das Zimmer verlassen und abschließen. Und was hilft uns das? Ich hoffe sehr viel. Wir müssen jetzt noch aufmerksamer sein als bisher. Oh, Teufel, 2 Uhr nachts. Mir tut der Rücken weh. Sollte ich mich tatsächlich geirrt haben? Was auch immer Sie erwartet haben, passiert heute Nacht wohl nicht. Lassen Sie uns von hier verschwinden. Haben Sie das gehört? Die Hintertür des Hauses wird von innen aufgeschlossen. Eine Gestalt in einem dunklen Mantel. Sie verdeckt damit den unteren Teil des Gesichts. Wer mag das sein? Die Gestalt tritt heraus und huscht an der Mauer entlang. Die Gestalt steht im Blumenbeet, direkt unter dem Fenster. Da, sie steckt die Klinge eines langen Messers in den Fensterrahmen. Holmes, der Bursche schiebt das Fenster hoch. Er will reinklettern. Schnappen wir ihn uns. Noch nicht. Warten wir noch einen Augenblick. Jetzt ist die Gestalt im Zimmer. Holmes, worauf warten wir noch? Jetzt brennt das kleine Licht im Zimmer, das über dem Kamin sims. Was immer diese Gestalt vorhat, geben wir ihr noch Zeit, das zu tun, wofür sie ins Zimmer eingebrochen ist. Ich glaube, die Gestalt hat ein Stück der Dielen entfernt. Dann schlagen wir jetzt zu, Forbes. Vorwärts! Ich habe in der vergangenen Nacht kaum ein Auge zugetan, John. Das Gefühl kenne ich, Percy. Was glaubst du wohl, wie es ist, wenn Holmes dort in seinem Zimmer des Nachts auf seiner Geige herumkratzt? Entsetzlich. Na komm, ein kräftiger Schluck Kaffee wird dir guttun. Nein, ich bringe nichts herunter. Diese Ungewissheit macht mich ganz krank. Wo bleibt Holmes denn nur so lange? Er hat doch versprochen, dass er um 8 Uhr in der Baker Street sein würde. Mach dir keine Sorgen, Percy. Ich kenne ihn gut. Er wird zu gegebener Zeit hier eintreffen. Ich glaube, das wird er wohl sein. In Begleitung des Geheimpolizisten Forbes, wie ich annehme. Was ist denn nun, wenn er immer noch keinen Erfolg hatte? Was wird dann nur aus mir? Bitte bleiben Sie doch sitzen, Mr. Phelps. Guten Morgen, Mr. Phelps. Dr. Watson? Holmes, Ihre linke Hand ist ja verbunden. Sind Sie verwundet? Das ist nicht der Rede wert. Nur eine unfreundliche Begegnung mit einem Messer. Übrigens waren Mr. Forbes und ich so frei, für das Frühstück noch eine Tüte Brötchen zu besorgen. Vor allem Sie sollten ein Brötchen essen, Mr. Phelps. Das wird Sie kräftigen. Bitte greifen Sie doch in die Tüte. Nein, danke. Ich kann nichts essen. Ich bestehe darauf. Der Inhalt dieser Tüte wird Wunder bei Ihnen bewirken. Also gut. Wenn Sie darauf bestehen, Mr. Holmes. Nanu, was ist denn das? Eine ganz besondere Zutat zu den Brötchen. Oh mein Gott, das ist ja... Das ist das Original des Marinevertrags! Das ist der gestohlene Vertrag, John! Ich habe den Vertrag zurück, das ist unglaublich! Ich habe den Vertrag zurück! Bitte seien Sie vorsichtig damit. Es tat mir schon weh, dass ihn Holmes in diese lächerliche Tüte stecken musste. Aber er liebt solche Überraschungen offenbar. Ich werde dieses Schriftstück von nun an mit meinem Leben verteidigen. Aber bitte erzählen Sie, wie haben Sie den Vertrag gefunden und wo war er? Und was ist in der vergangenen Nacht passiert? Lassen Sie uns bitte zunächst am Tisch Platz nehmen, dann werde ich Ihnen alles erläutern. Natürlich, natürlich. Nun,
Bitte spannen Sie mich nicht länger auf die Folter, Mr. Holmes. Wie Sie wissen, sind Mr. Forbes und ich in Woking geblieben, während Sie und Dr. Watson mit dem Zug nach London fuhren. Natürlich. Was mir aber nicht klar ist, warum haben Sie uns bis zum Bahnhof begleitet, wenn Sie gar nicht vorhatten, in den Zug zu steigen? Es war wichtig, dass es für alle Bewohner im Haus Briarbury so aussieht, dass wir weg sind. Übrigens, Watson, hat sich inzwischen jemand auf meine Droschkenanzeige hingemeldet? Leider nicht. Naja, ein Versuch war es jedenfalls wert. Vermutlich ist es zu lange her. Bitte erzählen Sie weiter, Mr. Holmes. Mr. Forbes und ich stärkten uns und legten uns dann hinter Ihrem Haus, versteckt in einem Rhododendron-Gebüsch, auf die Lauer. Meine schmutzigen Beinkleider können Zeugnis davon ablegen. Was wollten Sie dort? Auf den Einbrecher warten. Aber ich war doch gar nicht mehr in meinem Zimmer. Dafür hielt sich Ihre Verlobte, Miss Harrison, im Zimmer auf. Wie erhofft, verließ sie das Zimmer erst am späten Abend, als Mr. Forbes und ich bereits auf der Lauer lagen. Warum verlangten Sie das eigentlich von ihr? Das liegt doch auf der Hand, Watson. Ich wollte, dass Ihre Anwesenheit den Dieb so lange von seinem Vorhaben abhält, bis wir in der Lage sein würden, ihn zu schnappen. Und um zu gewährleisten, dass es auch nur einen Weg in das Zimmer gibt, nämlich durch das Fenster, hatte ich Miss Harrison angewiesen, die Tür abzuschließen, wenn sie es verlassen würde. Gegen 2 Uhr nachts tat sich dann endlich etwas. Die Hintertür des Hauses öffnete sich und eine dunkle Gestalt schlich heraus. Aus dem Haus? Das verstehe ich nicht. Das werden Sie gleich, Mr. Phelps. Wir beobachteten, wie die Gestalt bis zum Fenster schlich, es mit einem langen Messer aufhebelte und dann ins Innere des Zimmers kletterte. Im Innern brannte sie Licht an und machte sich an die Arbeit. Sie nahm ein viereckiges Stück der Diele heraus. Beim Legen der Gasröhren war es wohl nicht befestigt worden, um etwaige Ausbesserungen zu erleichtern. Dann schlugen wir los. Wir rannten zum Fenster, schwangen uns durch und stürzten uns auf den Schurken. Dabei kam es leider zu einem kleinen Handgemenge, bei dem mich der Täter mit dem Messer an der linken Hand erwischte. Dann machte er wiederum Bekanntschaft mit ein paar Fäusten und mit dem Kolben von Mr. Forbes Revolver. Kurzum, wir schlugen den Übeltäter K.O. Und wir fanden den Marinevertrag. Sauber zusammengerollt in dem Versteck unter den Dielen. Das wird ja immer unheimlicher. Der Vertrag war in meinem Krankenzimmer? Wie ist so etwas möglich? Und warum kam der Einbrecher aus dem Inneren des Gebäudes? Ganz einfach, weil er zu den bisherigen Bewohnern gehörte. Es ist ihr zukünftiger Schwager, Mr. Joseph Harrison. Joseph? Ja. Mr. Harrison hat mehr Bosheit im Leib, als es viele für möglich gehalten haben dürften. Aber wieso? Und warum? Und wie? Ich verstehe überhaupt nichts. Die größte Schwierigkeit bei diesem Fall war der Überfluss an Hinweisen. Ich musste aus sämtlichen Tatsachen, die man uns vorlegte, erst das Brauchbare finden und zusammensetzen. Mein Verdacht war auf Joseph Harrison gefallen, als ich erfuhr, dass sie an jenem Abend mit ihm nach Hause fahren wollten. Was war wohl natürlicher für ihn, als auf dem Weg zum Bahnhof beim Ministerium zu stoppen, um sie abzuholen? 2 weitere Puzzlestücke machten für mich den Verdacht dann zur Gewissheit. Erstens, ihre Verlobte Anna erzählte, dass Josephs Gästezimmer ganz unerwartet zum Krankenzimmer umfunktioniert wurde. Er musste seinen angestammten Raum also ganz schnell und für ihn unerwartet verlassen. Zweitens, der nächtliche Einbruchsversuch, von dem sie erzählten. Niemand sonst hätte in diesem Raum etwas verstecken können, außer Joseph Harrison. Und das wollte er nun wieder haben. Der saubere Herr hatte für seinen Versuch die erste Nacht gewählt, in der sie wieder allein im Zimmer schliefen. Der Täter musste also genau wissen, was im Haus vorgeht. Mein Gott, Joseph Harrison. Ich habe folgenden Gang der Ereignisse rekonstruiert. Joseph Harrison kam von der Charles Street her durch den Seiteneingang ins Ministerium. Er kannte den Weg zu ihrem Büro, Mr. Phelps. Er trat ein, als sie es soeben verlassen hatten, um zum Portier zu gehen. Da niemand im Büro war, trat er zum Klingelzug und läutete. Dabei fiel sein Blick wohl auf die Staatsurkunde, die auf dem Pult lag. Er erkannte sofort, welchen Schatz er da vor sich hatte. Er steckte den Marinevertrag blitzschnell ein und verschwand damit. Wie sie mir erzählten, dauerte es einen Augenblick, bis der Portier ihre Aufmerksamkeit auf die schellende Klingel lenkte. Diese Zeit reichte Harrison zur Flucht. Er fuhr mit dem nächsten Zug nach Woking, besichtigte dort seine Beute und verbarg den Marinevertrag dann an einem Platz, den er für sicher hielt, in seinem Gästezimmer. Seine Absicht war wohl, das Dokument nach einigen Tagen wieder aus dem Versteck zu holen und es zu einem hohen Preis der französischen Gesandtschaft zu verkaufen. Aber dann ging sein Plan schief. Dr. Farrier brachte sie nach Hause und Harrison musste ohne Vorbereitung sein Zimmer verlassen. Seit diesem Abend waren dort immer mindestens 2 Menschen anwesend, sodass der Schatz für ihn unerreichbar war.
Und dann sah er in der vergangenen Nacht endlich seine zweite Chance gekommen. Denn jetzt war der Raum sogar komplett verlassen. Aber warum hat er das getan? Seine Schwester Anna ist meine Verlobte. Ich weiß seit seinem Geständnis, dass er mit großem Verlust an der Börse spekuliert hat. Er schreckte nun vor nichts mehr zurück, um wieder zu Geld zu kommen. Als ich ihm die Gelegenheit bot, war ihm alles andere egal. Selbst ihr guter Name und das Glück seiner Schwester. Und was wird jetzt aus ihm? Das wüsste ich auch gern. Immerhin steckt die Regierung bei Mr. Harrison in einem großen Dilemma. Kommt sein Fall vor Gericht, werden notgedrungen Details über den Marinevertrag bekannt. Aus demselben Grund ist es aber auch nicht möglich, ihn laufen zu lassen. Tja, zum Glück übersteigt die Entscheidung über Mr. Harrisons Schicksal meine Gehaltsklasse. Ich bin aber ziemlich sicher, dass man für lange Zeit nichts mehr von ihm hören wird.